Situation log updated. Ja. Ozeanwelt 65, ja, ne, das ist halt. Ich brauche mehr Terraforming-Flüssigkeit. Wer haben die denn noch Terraforming-Flüssigkeit? Vielleicht kriegen wir es ja hin, das irgendwie zu handeln. Moment, ich schaue nochmal kurz, wie viel bräuchten wir jetzt theoretisch dafür. Okay. Und das dauert dann auch, glaube ich, ganz schön lang, ne? Bräuchten zwei sowas. Mal sehen, ob wir das irgendwie durch ein Handelsabkommen bekommen. Satramengas. Ich hätte mich jetzt halt mal gucken müssen, was das überhaupt bedeutet. Terraforming-Gase. Nee. Die haben auch nichts davon, so wie ich das sehen kann. So eines Kolonieschiff muss ich auf jeden Fall beeilen. Das können wir dann mal erhöhen. Da gibt es dann wieder einen Bonus rundherum. Nation of Zig, naja, das können wir euch trotzdem wieder angeben, ne? Bitteschön. Damit ihr uns wenigstens weiterhin ein bisschen mögt. Wie viel kostet denn das zu verbessern? Ach ja, 85 Einfluss, ne? Das werden wir erstmal noch nicht machen, denke ich. Denn wir müssen Kolonieschiffe bauen, noch und nöcher wieder ein Kolonieschiff, ja. System Survey complete. Sehr schön. Das wird dann besiedelt. Komme, was da wolle. Forschungsprojekte im System. Ihr könnt euch erstmal heilen gehen. Und dann mal schauen. Können wir erstmal automatisch. Unser automatisches Kreuzer hat auch schon ein paar fliegende Teile dabei. Werde ich aber erstmal löschen. Ja. Okay. Wir brauchen ein neues Design. Kreuzer. Neue Sektion. So. Strafe-Rumpf. Das wird auf jeden Fall erstmal das System Survey complete. Größere Teilchen. System Survey kann ich da trotzdem. Ah, das ist dann weg, ne? Mal schnell, solange es noch geht. Ah, nein, hat sich's gemerkt. Sehr schön. Large. Nützt ja nix. So würde ich das allerdings nicht machen, denn ich hätte schon mal gern ein paar Large-Schilde mit drin. Und warum denn keine Antimaterie? Na gut, so viel mehr ist es halt nicht, ne? Echt, braucht ihr so viel? Regeneratives Rumpfgewebe. Hülle plus 3, Panzerung, ja gut. Construction complete.
Ja, ich denke, so gefällt mir das. Ihr geht mal auf Angriff. So. Das ist unser Heavy Dreadnought. Unsere Zerstörer können wir mal automatisch fertigstellen drücken. Ja, ich denke, das haut so hin. Automatisch fertigstellen. Unsere Point Defense. So, muss ich mal drum kümmern. Friedensangebot. Okay. Nicht mit uns. Neues Design. Das wird jetzt der, der eine Fliegerstaffel beherbergt. Fast. Machen wir aber eher so. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Regeneratives Rumpfgewebe hätte ich gern einmal drin. Debris analyzed. Das sieht gar nicht ganz so schlecht aus. Okay, ist unser Heavy Carrier. Halt. Genau. So. Construction complete. Oh, neues Kolonieschiff fertig. Hat mir jetzt gespeichert, ne? So, Kolonieschiff Evil bla bla. Du bist da. So, kostest du mich jetzt weniger, genau. Ja, ich weiß, Bewohnbarkeit ist nicht gut. Trotzdem nützt nichts. Setz dich daran, ich möchte das haben. Und ich möchte vielleicht wieder so weit das zurückdrängen, dass ich hier wieder nach hinten durchfliegen kann. Forschungsschiffe sind allzeit. Das ist aber wieder Terraforming-Flüssigkeit. Wir bräuchten ja Terraforming-Gase. Wenn wir Glück haben, gibt es sie ja nochmal irgendwo. Die Rope müsste jetzt auch gar nicht mehr ganz so weit weg sein, ne? Ja, kann man machen. Brauchen wir nur noch mal einmal Forschungsschiff. Ich glaube, wir müssen dann von unseren Sektoren auch wieder ein bisschen Geld abzweigen. Ich sehe gerade... Ist dann auch bald schon wieder Sense im Gelände. Mit der Aufnahmesession. Wenn ich das richtig sehe. Ist auch mit Webcam kann man halt nicht zu viel machen. Denn mit Webcam aufnehmen dauert, zumindest braucht es dann dieses Aufnahmeprogramm relativ komisch lange zum Exportieren. Weiß ich, woran das genau liegt, ob das Format der Webcam vielleicht ein bisschen merkwürdig ist. Construction complete. Da muss ich noch ein bisschen rumtesten. Bin ja noch so in der Anfangsschüchen. Das Let's Playing. Was? Forschungsstation und du Bergbaustation. Und du hast nichts zu tun, kannst auch eine Bergbaustation bauen. Haha. Und Terraforming-Station brauchen wir dann später noch. Da können wir eigentlich aus Mata und Ebrachus können wir einen Sektor kreieren. Halt, hier. Einen Sektor erstellen, der Mata-Sektor. So, schließen. Das
könntest du denn hier gut machen? Ich denke, Forschung. Ich denke, Forschung. Forschung ist wichtig mit. Abgaben erstmal niedrig. Bisschen Startkapital. Anführer, Gouverneur, Rekrutieren. Was? Nein. Erfahrungszuwachs, Baukosten. Baukosten ist doch ganz gut. Rekrutieren. So. Ja. So ist okay. So, wer bringt uns viel Strom? Ich muss euch leider mal noch ein bisschen was abzweigen. Sonst sieht es da mit der Energie bald ein bisschen mau aus. Euch leider auch was. Ist alles momentan ganz schön teuer. Kelsim, du hast also noch keinen. Dann wie wär's denn? Was habt ihr denn für Problem? Bewohnbarkeit, Feldproduktion, Nahrung, Mineralienarm. Aha. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Wieder Ozeanwelt, da kommen wir nicht hin. Man könnte das da noch kolonisieren. Da wächst Matter halt immer ein Stück mehr. Aha, Frieden geschlossen. System Survey. Es sind echt viele gute Ressourcen drin, aber wir haben leider nichts in der Nähe zum Erkunden, ne? Man könnte halt einen Außenposten bauen, aber wenn ich hier in dem System was besiedeln könnte, wäre das total geil. Aber da ist halt nichts, ne? Es wäre halt nur hier was gewesen, aber da hat sich ja dieser blöde Pilz wieder dazwischen gesetzt. Debris analyzed. Schlimm, schlimm, schlimm. Zeta Reticuli. Konstruktionsschiff. Mehr Ressourcen. Ne? Ach, du bist in Vegola. Na, können wir dich gleich mal auflösen. Bringt ja nichts. Wissenschaftler aufgestiegen. Mit dem Geld geht es immer noch abwärts. Planetare Hauptstadt bauen wir mal hier. Roscan Prime. Du bekommst dann noch ein bisschen mehr Power. Batterien? Haben wir ja noch Batterien übrig, oder was? Dann kannst du ein Batterienkraftwerk bauen. Sehr gern. Können wir auch mal verbessern. Horsham Prime. Hier mal. Colony established. Ah, okay, wir haben erstmal keine Ressourcen mehr. Energie-Hub kann erstmal gebaut werden. Dann können wir als nächstes. Debris analyzed. Als nächstes. Kraftwerk, ja. Na gut, ich habe erstmal nichts mehr übrig. Du hast dein Zeug fertig gebaut, dann kannst du. Brauchen mehr Forschung, mehr alles. Achso, wir haben schon wieder keine Ressourcen. Vielleicht baue ich dann hier einfach so oder so einen Außenposten hin. Alien vessel encountered. Die He, wo denn? Interessant. Ich sehe nichts. Ist das vielleicht irgendwas
Unsichtbares. Tust du immer noch diese... Ach, du bist immer noch da dabei. Naja, beeilt euch mal. Wenn ihr das dann nämlich habt, dann kann ich hier auch... oder mache ich es gleich einfach. Außenposten bauen. Haben wir noch ein bisschen zu wenig. Ich kann ja dann immerhin wieder wegreisen. Ich kann ja erstmal bauen. Notfalls reise ich ihn dann wieder weg. Aber hier gibt es halt so viele Ressourcen. Das sollte man sich nicht entgehen lassen, denke ich. Die Musik, das ist auch ein Spiel. Ist noch nicht erkundet. Wir müssen da erst erkunden. Wie weit bist du? Weißt du was? Erkunde mal das Ding. Ganz schnell. Und dann bauen wir da mal einen Außenposten hin. Mal sehen, ob das was bringt. Ich hoffe doch. Du kannst schon mal hier hinfliegen. Damit du dann auch recht fix da bist. Wir brauchen doch solche so Terraforming-Zeug, ne? System Survey complete.